Recht herzlich willkommen zu diesem Spiel, liebe Fußballfans. Die Bedingungen sind leider nicht ganz optimal, denn hier regnet es seit Stunden. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und bei uns geht es heute um ein Spiel aus der Premier League. Everton gegen Brighton and Hove Albion. Es kann losgehen, alle sind bereit, alle stellen sich auf ein echtes Highlight ein. Und jetzt kriegen wir hier die Aufstellung des FC Everton eingeblendet. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Brighton and Hove Albion hat sich für diese Aufstellung entschieden. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Thank you. Enjoy the game. Anstoß Everton. Maximiliano Gomez. Er bringt den Ball jetzt auf. Was macht er drauf? Sichere Parade. Ecke kommt in die Mitte. Abwehrspieler sind vorne bei dieser Ecke. Klar, sie hoffen auf den hohen Ball. Ecke kommt kurz. Jetzt hier reingegangen. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Wäre zu. Erfolgreich gegrätscht. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Er zieht vorbei, da kommt die Flanke. Er hat die Flanke, ganz sicher. Demarai Gray. Bore. Everton kommt. Macht er das Tor. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Das ist die Chance. Everton lässt diese Riesenchance liegen. Und so bleibt es weiter beim 0:0. Maximilian Wöber. Niklas Dorsch.
Maximiliano Gomez. Schöner Zweikampf. Das könnte vielleicht was werden. Macht ihn! Und da klingelt es zum ersten Mal in diesem Spiel. Zeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll. Ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Gomez. Klasse Aktion, Ball ist weg. Klasse ausgetrickst. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Niklas Dorsch. Und jetzt bekommen sie die Chance. Keine echte Gefahr. Pope ist da. Wäre zu. Everton kommt. Jetzt die Chance. Kein Problem, ganz sicher. Die Ecke kommt rein. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Gefahr erstmal bereinigt. Und Carlos Vela. Maximiliano Gomez. Ball fliegt hoch ein. Das muss der Ausgleich sein. Das sah gut aus. Klasse, dieser Wolle. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Guter Vorstoß, kann was werden. Jetzt der Schuss. Ah, da fällt das Tor. Sie sind zurück im Spiel. Wir schauen noch mal auf dieses Tor und wir sehen, das ist ein exzellenter Alleingang. Setzt sich durch, zieht zum Tor und der Abschluss ist auch richtig gut. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Veretout. Schöner Zweikampf. Sie erobern den Ball. Sie haben jetzt Platz auf Außen. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Jetzt gibt er Freistoß, da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Das war wohl das letzte Mal, dass er sowas ohne Verwarnung übersteht.
Ball kommt rein. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Carlos Vela. Der Abschluss nicht platziert genug, das ist dann kein Problem. Veretout. Guibert. So, Pausenpfiff, das war's in diesem ersten Spielabschnitt. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Maximiliano Gomez. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Das ist schon stark. Ja, nochmal die Wiederholung. Ein super Tor. Ja, der ist natürlich, wenn er da unten an die Kante der Latte geht, nicht zu halten. Jetzt steht es hier 2:1, eine enge Kiste. Ball ist weg. Carlos Vela. Klasse Timing hier, gut dazwischen gegangen. Veretout. Tolles Tackling von ihm. Ballverlust. Borre. Vielversprechender Angriff. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Viel Platz für den Konter jetzt. Da ist die Chance. Er geht dazwischen. Veretout. Veretout. Sieht vielversprechend aus. Everton lässt den Ball klasse laufen. Schön abgeblockt. Gomez. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Feldmann. Robert. Da passt er auf. Ja, klasse Pass. Ball kommt rein. Können Sie was draus machen? Da holt er den Ball zurück. So, die letzten 15 Minuten jetzt.
Wechsel bei Everton. Wäre zu. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Ja, da ist Platz jetzt. Ja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Könnte der Ausgleich sein. Sie haben es geschafft, sie haben den Ausgleich. Souverän abgeschlossen hier, das kann man nicht anders sagen, das hat er klasse gemacht. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Demarai Gray. Bore. Vielleicht die Gelegenheit für den späten Siegtreffer. Da hat er den Vorteil abgewartet, aber es wird nichts draus. Also doch Freistoß. Es wird jetzt hier gewechselt. Er kann klären. Er zieht vorbei. Vorne jetzt die Balleroberung. Abseits. Ah, das war eng. Das war knapp. Haben Sie Pech in der Szene. Da ist der Ball weg. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Nachspielzeit beträgt hier 3 Minuten. Gomez. Maximiliano Gomez. Das dürfte die letzte Gelegenheit sein. Treffen Sie und gewinnen Sie das Spiel. Ballgewinn, gefährliche Position. 90 Minuten sind vorbei, es steht unentschieden.